Ja, und damit mal wieder herzlich willkommen hier zum Flughafenfeuerwehrsimulator mit mir, dem Niklas. Ja, wir ziehen uns mal wieder die morgendliche öde Besprechung hier rein. In der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, hatten wir wieder eine ziemliche Scheißsituation. Da war nämlich ein Flieger, da brannte der Motor, ja? Und während der Motor da vor sich hin brannte, ich habe den halt gelöscht mit meinen super Löschkanonen, Panther und so weiter, ne? Wisst ihr ja? Und dann, kaum ist das Ding gelöscht, dann funktioniert der nicht mehr brennende Motor natürlich sofort wieder. Und das Ding setzt seinen Flug, also den Startvorgang, einfach mal fort. Dabei streift er mich mit dem Flügel, wo ich doch kurz vorher noch gelöscht habe. Und wer ist schuld an dem Unfall? Ich natürlich. Krieg dementsprechend natürlich auch weniger Punkte, wie sich das alles gehört, ne? Also richtig toll. Ja, also dementsprechend eine richtige Scheißsituation. Ich hoffe, das passiert uns heute nicht wieder. So. Dann fahren wir mal wieder rum. Ich habe mal wieder kein Laberthema, aber egal. Vielleicht kommen wir auch ohne Laberthema aus. Vielleicht improvisiere ich auch mal. So, erstmal hier ganz fett. Die Scheinwerfer an. Vielleicht gehen wir nochmal tanken und die Wasservorräte auffüllen. Weil Tank muss immer voll sein und die Wasservorräte auch immer ganz voll, weil es kann jederzeit wirklich so ein Einsatz kommen, wo dann wieder so ein ganzes Flugzeug in verstreuten Teilen brennt und so weiter und so fort. Ne? Wie das halt so ist. So, Tank ist jetzt auch wieder voll. Also ich muss ja sagen, die Inneneinrichtung vom Panther finde ich ziemlich geil. Hier mit diesen helikopterartigen Fenstern da an der Seite. Ich würde gerne mal in echt mit so einem Panther fahren. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ans Steuer. Ich bin nicht der beste LKW-Fahrer, aber einfach mal mitfahren. Und da haben wir auch schon den ersten Einsatz. Na, wo brennt's denn? Wie spektakulär ein brennender Müllcontainer. Ich fasse es nicht. Naja, wollen wir mal das Rosenbauer Pult ausfahren? Ich glaube, der Brand. Oh, fuck. Ich habe irgendwie das Gefühl. Jawohl. Einsatz sofort beendet. Habt ihr den Balken da eben oben rechts gesehen? Das war wirklich so ein. Das hat wirklich schon gelbe Farbe angenommen und der ist wirklich sehr schnell gestiegen. Das heißt, wenn wir das nicht rechtzeitig gelöscht hätten, dann wäre, glaube ich, aus Ende finito gewesen. So, getankt haben wir. Und jetzt wollten wir, glaube ich, noch, genau, den Wassertank wollten wir vollständig auffüllen, weil das lebenswichtig sein kann bei so einem fetten Großeinsatz. Wahrscheinlich müssen wir wieder bis hierhin vorfahren. So, und unser Wassertank ist dann auch wieder aufgefüllt. So. Oh! Das habe ich jetzt übrigens mal absichtlich gemacht bezüglich Asynchronität. Da hat mich jetzt nämlich jemand anderes noch drauf angesprochen. Dass nicht nur die Zählweise asynchron wirkt, sondern auch, dass ich angeblich immer eine Millisekunde später, wenn so ein Aufprall kommen würde, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwo gegenfahre und dann, wow, dass das dann irgendwie später käme, angeblich. So. Und das habe ich jetzt einfach mal extra gemacht, um das mal so zu testen, ob das wirklich so ist. Ne? Ich streite ja immer gern ab, dass das nicht asynchron ist. Aber jetzt teste ich dann doch mal selber. Es kann natürlich gut sein, dass es irgendwie eine Millisekunde verschoben ist, weil ich nehme das hier alles extern auf. Ne, bessere Audioqualität und so. Und hier müssen wir wieder vorsichtig sein, sonst backt sich der Wagen hier wieder in dem Flügel fest. Das wollen wir nicht. Musste ich schon ein oder zweimal neu starten. Das Safe Game neu laden, nur weil ich da irgendwo festgebackt bin. Heute fahren wir mal so ein bisschen spektakulärer, mal ein bisschen abenteuerlicher. Ne?
Okay. Neuer Einsatz. So, dann wollen wir mal. Auf geht's. Wo ist denn unser Einsatzort? Da vorne. Wehe, es ist ein Fehlalarm. Ich hasse Fehlalarme auf den Tod. Also, kann ich gar nicht leiden. Wir müssen auch wieder aufpassen, dass uns keine Flugzeuge in die Quere kommen, sonst sind wir es am Ende wieder mal schuld, ne? Wir sind hier immer schuld auf dem Spiel. Wir kriegen immer auf die Omme. Nicht schön sowas. Das ist wieder so ein scheiß Milchwagen. Ich hasse die Dinger. Ist da vorne überhaupt was? Sag mir nicht, das ist ein scheiß Fehlalarm. Ach so, gut. Da brennt. Fahr weg. Aber Leute, wehe. Wehe, der fährt gleich wieder los, sobald ich dem sein Fahrwerk gelöscht habe. Also. Aus diesem Grund werde ich das jetzt aus Distanz löschen. Also aus der Distanz heraus. Ich habe nämlich keine Lust, dass der gleich wieder weiterfährt, sobald das gelöscht ist. Und dass ich dann hinterher wieder der Leidtragende bin, der hier irgendwie vorzeitig vom Einsatz abgemeldet wird oder so. Deshalb nehmen wir uns mal die leistungsstarke Löschkanone Nummer 3. Gehen mit der ein bisschen weiter nach vorne. Ich hoffe, wir treffen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen zu weit vorne. Jetzt sollten wir die Stelle treffen, oder? Immer noch ein bisschen zu weit vorne. Jawohl, jetzt aber. Und ihr habt gesehen, das Flugzeug ist sofort wieder weitergefahren, nachdem das Fahrwerk gelöscht war. Also, anscheinend haben die so eine Selbstregeneration. Sobald man den Schadenseinfluss da abkappt, regenerieren die sich wieder von selber. Richtige Wunderflugzeuge, wie in so Spielen. Und hinterher ist man es dann wieder schuld, wenn die einem da gegenprallen, ja? Kann ich ja gar nicht haben, sowas. So, ich glaube, wir waren auf den letzten Panther Florian eingeteilt, oder? Klar waren wir das. Klar. So, wie immer scheißen wir auf 30. Wir können mal wieder das Licht anmachen. Ja, und dann warten wir mal wieder auf den nächsten Einsatz. Na, was für eine Marmelade isst du denn gerne? Erdbeermarmelade! Alter, was für ein Scheißbus. Aber gut, heute fahren wir ja ein bisschen riskanter. Haben wir ja gesagt. So langsam sollte das aber doch mal klappen. Wir fahren auf so ein Ding zu und weichen in letzter Sekunde aus. Und jetzt mit vollen 120, 125. Jawohl. Wir gehen heute mal auf Risiko. Nein, ich will mich nicht schon wieder in einem der Flügel festbacken. Nein, nein, nein. Da hauen wir doch lieber ab. Das ist mir dann zu risikoreich. Aber so ein Milchwagen, dem einfach mal eins auszuwischen, das muss doch Spaß machen. Ah, Mist. Sag mal, täusche ich mich oder ist der Tower dreieckig? Eigentlich ist so ein Tower doch rund. Oder viereckig zumindest. Ah, das Ding? Guckt euch das mal an, oder? Ist das allen Ernstes dreieckig? Ah, nee, das ist viereckig. Ich sehe schon. Gerade? So, das ist irgendwie dreieckig aus. Keine Ahnung warum. Naja, wie auch immer. So langsam könnte eigentlich mal wieder ein. Boah, kaum ausgesprochen. Da geht's auch schon wieder los zum nächsten Einsatz. Boah, Alter, wir steigen das zweite Mal in ein Fahrzeug ein und haben keinen Tonbug. Ist ja genial.
Ist echt genial. Eigentlich fährt man ja, wie schon so oft... Naja, ich muss euch das wahrscheinlich nicht mehr erklären. Deshalb spare ich mir es. Und da ist auch schon eine Rauchwolke. Was brennt? Das Fahrwerk mal wieder. Ich glaube, hier müssen wir nicht auf Distanz löschen. Der Flieger steht ja schon. Oder wir löschen zumindest von hinten. Und dann nehmen wir uns das Rosenbauer Pult. Und am besten die Löschkanone Nummer 1. Naja, probieren wir es mal. Versuch ist es immer wert. Kabams. Da haben wir es mal wieder geschafft. So. Ich glaube, ich leg mich mal für 4 Stunden aufs Ohr. Bisschen knacken, bisschen pennen. Ah, pardon. Da haben wir genau zum Schichtende hier gepennt. Die letzten 4 Stunden vor Schichtende. Das heißt, der Hans-Kevin kann jetzt nach Hause gehen und noch weitere 4, 5, 6 Stunden pennen. Wie viel auch immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ausgeschlafen in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin.